Schön, dich kennenzulernen, Robert. Könnte ich vor dir zum Doc? Machen Sie Witze. Sie wollen, dass ich meinen Platz in der Reihe einfach so aufgebe? Als wenn der Ärger mit diesem Alan nicht genug wäre. Tut mir leid, mein Freund, keine Chance. Also, dieser Alan ruiniert dein Leben, ja? Ganz genau. Ich kann gar nicht mehr vor die Tür. Alle starren mich an und beleidigen mich. Naja, ich glaube, das liegt an deinen Klamotten nur. Hey, ganz vorsichtig, Freundchen. Und da ist noch was. Gestern habe ich eine beeindruckend große tote Schildkröte auf meinem Nachttisch gefunden, genau da, wo vorher mein Globus stand. Ich glaube, Alan wollte mir damit irgendeine Art Botschaft vermitteln. Okay. Ciao, Robert. Ja, wie auch immer, tschüss. Nein, nein! Sekunde mal. Was? Was denn? Ja, was denn? Es ist nur... Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe das Gefühl, Sie kennen diesen Alan. Wünscht, es wäre nicht so, aber ja. Und? Ich brauche Sie, um diesem Kerl eine Falle zu stellen. Im Ernst? Scheiße, ja! Dieser Bastard macht mir das Leben zur Hölle. Und das werde ich nicht länger hinnehmen. Wussten Sie, dass er meinen Kanarienvogel entführt hat? Woher zum Geier soll ich das wissen? Und überhaupt, woher weißt du das? Hat er dir einen Erpresserbrief dagelassen oder was? Nein, aber ich weiß, dass das Arschloch bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Einmal habe ich meine Post auf dem Tisch gefunden und irgendwer hat meine Strom- und Wasserrechnungen mit Schecks bezahlt. Oh mein Gott! Unterschrieben von, raten Sie mal, genau von diesem Alan. Großer Gott! Du willst mir also sagen, dass dieser Wichser deine Rechnung bezahlt? Wir müssen das Monster aufhalten. Glauben Sie, das ist so eine Art Scherz? Er hat Columbus heute Morgen entführt. Ich hoffe, das ist der Kanarienvogel, weil wenn du dein Kind Columbus genannt hast, ist dieses Gespräch beendet. Natürlich geht es um meinen Vogel. Das sagte ich doch. Er ist wirklich alt und er singt kaum noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja, also was die Falle angeht... Hast du einen Plan? Naja, ich habe ihn noch nicht ausgearbeitet, aber ich lasse mir was einfallen. Immerhin bin ich schlauer als er. Sicher bist du das. Bleiben Sie in der Nähe, okay? Klar, mach ich. Das reicht. Alles klar. Alan! Alan? Ja? Wusstest du, dass da draußen jemand ist, der dich echt nicht leiden kann? Und jetzt kommt der Part, wo du mir sagst, dass dieser jemand du bist, oder? Das war eigentlich nicht der Plan, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, ich mag dich nicht besonders. Dachte ich mir. Naja, du musst verstehen. Sieh dir nur mal deine Klamotten an. Ist ja gut. Mir doch egal, ob du mich magst. Alan! Ah, ich kann das einfach nicht. Robert ist hinter dir her, lauf! Wer? Der Besitzer des Vogels, den du entführt hast. Hey, wenn das ein Witz ist, war der nicht sehr lustig. Alter, das ist kein Witz. Dein anderes Ich heißt Robert und der hat dich satt. Versteh doch, du hast deinen Kanarienvogel entführt. Und was die Sache noch schlimmer macht, der heißt Columbus. Mein anderes Ich heißt Robert? Das erklärt einiges. Wie zum Beispiel das Tattoo auf meinem... Naja... Mein Tattoo. Aber alles ich klar. Habe keinen Vogel entführt. Alan! Im Gegenteil. Ich reinige diese Welt. Also, weißt du, die Welt reinigen klingt sehr zweifelhaft. Pass auf! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich bemerkt, dass wie immer jemand bei mir eingebrochen ist und alles total verwüstet hat. Und dann sah ich den... Wen? Den verdammten Echsen-Illuminaten. Was? Ich musste ihn fertig machen. Oh Gott, jetzt hoffe ich wirklich, dass es um den Vogel geht. Vogel? So sehr sie auch versuchen, ihre DNA zu verändern, damit sie wie normale Vögel aussehen, mich legen sie nicht rein, selbst wenn sie in Käfigen stecken. Alan! Nein, mich legen sie nicht rein. Verstehe. Weißt du es etwa nicht? Sie beobachten uns. Die Kanarienvögel? Alle Vögel verbreiten sich über die ganze Stadt wie ein Virus. Und in Wahrheit sind sie getarnte Aliens, die den Planeten übernehmen wollen. Hey, klar. Du sagtest doch, wir leben gar nicht mehr auf einem Planeten. Tut mir leid. Ich habe gerade einfach zu viel im Kopf. Alan!
Was ich meinte ist, dass diese Aliens versuchen, unsere Sternenschildkröte zu übernehmen. Okay, nur fürs Protokoll. Hast du Columbus umgelegt? Wen? Den Vogel. Ich musste es tun. Er hat mich seltsam angesehen. Und ich hab's dir doch erklärt, er ist kein Kanarienvogel gewesen. Okay, und was hast du mit der Leiche gemacht? Weggeworfen. War doch nur ein blöder Vogel. Aber du sagtest doch gerade, er war kein... Ah, scheiß drauf. Rede weiter. Naja, das war's eigentlich. Alan! Hab ihn einfach weggeworfen. Diese Bastarde verdienen kein anständiges Begräbnis. Ja, natürlich nicht. Nein. Wie lange beobachten uns die Vögel eigentlich schon? Das sind keine Vögel. Das sind extraterrestrische Wesen, die Form harmloser Tiere angenommen haben, damit wir sie nicht verdächtigen. Alles klar. Sie sehen alles. Und das schon seit Urzeiten. Und diktieren uns, wie wir leben sollen. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Ich glaube nur an das fliegende Spaghetti-Monster. Naja, erzähl mir doch mal mehr von diesen Illuminati, ja? Tja. Das ist ein etwas düsteres Thema. Wirklich? Sehr ironisch. Ironisch? Ja, verstehst schon, die Illuminati, düsteres Thema. Muss ich es wirklich erklären? Alan! Wir reden später. Alles klar. Alan! Hey, Robert. Robert? Ja? Oh Gott sei Dank. Für einen Moment dachte ich, du sagst sowas wie, mein Name ist Justin oder sowas. Wovon zur Hölle reden Sie? Das ist schon gut. Ich weiß vielleicht mehr über deinen Vogel. Columbus? Was? Hast du etwa noch mehr Kanarienvögel mit komischen Namen? Nein, habe ich verdammt nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich weiß, was mit deinem guten alten Columbus passiert ist. Ist ernst, also sag ich's gleich, wie es ist. Er wurde ermordet. Ermordet? Wie? Naja, wie soll ich sagen? Es ist alles etwas verworren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Psst. Fangen Sie ganz von vorn an. Wie haben Sie herausgefunden, dass Columbus ermordet wurde? Tja, erstmal war es nicht irgendjemand. Es war Alan. Motherfucker. Alan. Wieder dieser Alan. Das war's. Wenn der Wichser Krieg will, soll er ihn haben. So gern ich da auch zusehen würde, wir sollten nichts übereilen. So ganz stumpf, einfach so ganz trocken. Motherfucker. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass Alan vielleicht ein Teil von dir ist? Was? So wie ein siamesischer Zwilling oder so? Nicht wirklich. Weißt du, was Persönlichkeitsstörung bedeutet? Natürlich. Deswegen bin ich doch eigentlich hier. Was? Ja, die Leute sagen, ich hätte eine Persönlichkeitsstörung. Und du meinst nicht, das würde alles erklären? Eigentlich nicht. Was genau meinen sie? Ich meine Alan verfickt nochmal. Siehst du nicht, dass alles Schlechte, das dir passiert, mit Alan zusammenhängt? Kapierst du nicht, dass das der Grund ist, wieso du nie erwischst, wenn er einbricht? Und warum er so wie du aussieht und sich genauso anzieht? Fuck, Robert! Du bist Alan! Mal ehrlich, wie kann dir das nicht auffallen? Oh, ha! Der war gut. Sie haben eine tolle Vorstellungskraft, mein Freund. Da könnten Sie einen scheiß Film draus machen aus der Geschichte. Okay, was auch immer. Okay. Ich muss mal los. Na denn. Sagt Alan jetzt noch was irgendwie? Oder... Alan! Ist das... Da bin ich wieder. Großartig! Hey. Alan! Was wirst du dem Doc erzählen? Naja, ich werde über meine psychischen Probleme mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wenn er mir nicht hilft, ich das ganze Gebäude in die Luft jagen werde. Alan! Ejo. Gut, das will ich auch. Ich hätte ja echt gern die Leiche von dem Alien gesehen. Willst du das immer noch? Was? Du weißt schon. Willst du das Reptil immer noch sehen? Ich dachte, du wärst die Leiche losgeworden. Stimmt. Aber was, wenn ich ein Foto mit meinem Handy gemacht hätte? Für mein abgeschlachtete Aliens-Album. Was? Du machst Fotos von den Leichen? Immer. Ich muss das meinen Freunden auf everythingisalienletskillthemall.org doch auch beweisen können. Sag mir bitte, dass du auch mit auf dem Foto bist.
Na klar! Sonst würde mir doch keiner glauben, dass ich die Aliens umgelegt habe. Faszinierend. Mm. Alles klar, bin da mal weg. Folge immer deinem Herz. Das heißt Herzen. Folge immer deinem Herzen, nicht Herz. Hey. Glaube ich, oder? Ach, doch. Scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Was für ein schöner Tag, hm? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf, reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Aber mal im Ernst, ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Aber mal im Ernst. Hauen Sie schon. Aber mal im Ernst. Hauen Sie. Aber mal. Hauen. Geiler Beat, Leute. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Oh. Nehmen wir das. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heilen. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ah, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß. Aber mal im Ernst. Hauen Sie... Ich musste noch mal. Kann ich mir mal denn... Haben Sie kein... Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Aber komm schon. Hat es denn eine Kamera? Ja, aber um ehrlich zu sein... Wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Tja. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein Scheiß-Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Das wär's dann mit Plan B. Aber mal im Ernst. Hauen Sie... Kann ich mir mal... Haben Sie kein... Komm schon. Was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so... Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bildermachen, klar? Okay. Oh. Kann ich mir mal den... Haben Sie kein... Ich will... Was? Komm schon, Rob. Ich bin... Na, das... Na schön. Es ist... Wollt ja nur mal die Funktion ansehen.
Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte, Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment. Schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachtete Aliens-Ordner? Weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren. Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Hauser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Na dann, schicken Sie ihn rein. Dr. Hauser, Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Hui! Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Was? Nee, nur wenn ich verkatert bin. Trinken Sie regelmäßig? Ah, Sie wollen wissen, ob ich ein Alkoholproblem habe, ja? Naja, weiß nicht so recht, also sage ich einfach mal nein. Gut, gut. Zur Kenntnis genommen. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Wollen Sie mich... Sie wollen mich verführen oder etwa nicht? In letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbaggere. Ich wünschte, es wäre so. Aha, ein Mangel an Zuneigung also. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Mein Vermieter und mein Boss sind super nett. Und ich habe diesen gut aussehenden Polizeisergeant getroffen, der mich verehrt. Also kann ich mich wohl kaum beschweren. Ich verstehe. Na schön. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ein brennender Stepptänzer, ein Piratenschiff mit einer Murmeltier-Crew. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Alles klar. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Warum ist es so leise geworden? Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Alter, wie viele Züge fahren hier draußen bei mir denn lang? Das ist unglaublich, ey.
Ja, das sind Hunde und sie spielen Poker. Okay. Du hast eine Zeitmaschine. Zermatschte Schmetterlinge sind immer zermatschte Schmetterlinge. Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier?